Ein Hallo an alle Zuhörer, ich bin der Callcenter Crusher. Das heutige Video geht über eine sehr gefährliche Firma. Den ersten Anruf erhielt ich Ende November 2022, also bin ich schon am Anfang meiner Scammeter-Zeit an dieses gut geschulte und eloquent agierende Unternehmen geraten. Man hört sofort, dass ich noch nicht so sicher bin, aber mit der Zeit habe ich eine Menge gelernt und habe mich in diesem Bereich eingearbeitet. Heute können die mich nicht mehr so kalt erwischen. Ihr werdet im Laufe der Telefonate hören, wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Viel Spaß dabei und bedenkt immer, dass ich damals noch ein absoluter Anfänger war. Hallo? Hallo? Ja, bitte? Ah, Marc Wiesner vom Unternehmen Alvexo. Schönen guten Tag. Sprecht da mit Jochen Weißhaupt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wunderbar. Sie hatten sich vorhin für das Handeln auf dem Finanzmarkt interessiert und ich bin da jetzt erstmal der Ansprechpartner für die ersten Schritte bei uns auf der Handelsplattform. Alvexo, sagten Sie? Genau, richtig. Da hatte ich mich nicht registriert. Nee, Sie hatten sich über einen Werbetreiber registriert. Wir sind die Handelsplattform, die dazugehörige. Ah ja. Und genau deswegen rufe ich Sie an. Okay. Müssten Sie mal vielleicht in Ihr E-Mail-Postfach gucken, ob Sie da eine E-Mail von uns bekommen hatten? Das kann durchaus sein, ja. Hätten Sie denn jetzt gerade Zeit, dass wir das vielleicht mal gemeinsam angehen können? Ja, Zeit hätte ich, stimmt, ja. Okay, wunderbar. Dann gucken Sie am besten einmal kurz in Ihr E-Mail-Postfach, ob Sie da was bekommen haben. Ja, hatte ich was bekommen, ja, stimmt. Okay, sehr schön. Darf ich einmal fragen, haben Sie denn bereits irgendwie Erfahrung am Finanzmarkt? In irgendeiner Hinsicht? Nee, im Finanzmarkt noch nicht, nee. Okay, oder irgendwie bei der Bank in Aktien investiert oder irgendwas dergleichen? Bei der Bank hatte ich mal in Aktien investiert, ja. Okay. Gut. Wissen Sie denn schon grundlegend, wie das Ganze bei uns abläuft, oder? Nee, da ich Sie, Ihre Firma noch nicht kenne, weiß ich das noch nicht. Okay, ich kann Ihnen das doch einfach mal. Genau, ich kann Ihnen das einmal ganz kurz erklären. Es ist so, Sie können natürlich ganz normal bei uns auf dem Finanzmarkt handeln, je nachdem, woran Sie interessiert sind. Also zum Beispiel Bitcoin, Rohstoffe, Währungspaare. Darf ich denn mal fragen, woran Sie da vielleicht schon interessiert sind? Ja, entweder Aktien oder Rohstoffe halt. Das ist in erster Linie okay. Für mich interessant. Okay, gut. Dann ist das so, ich bin jetzt hier in der Neukundenabteilung. Ich bin dafür da, mit Ihnen Ihr Konto zu aktivieren und verifizieren. Das läuft so ab, wir würden zusammen einen kleinen firmeninternen Fragebogen durchgehen bei uns auf der Seite. Das ist je nachdem, ob Sie das am Computer oder mit dem Handy machen wollen, ist ja dann Ihnen überlassen. Gehen wir das einfach gemeinsam durch, damit da keine Fragen aufkommen. Da bin ich dann dafür da. Und danach bräuchten wir ja quasi ein Ausweisdokument von Ihnen, also heißt Führerschein, Reisepass oder ganz normal den Ausweis. Und dann bräuchten wir noch einen Adressnachweis, um zu prüfen, ob Sie auch Sie sind. Ja, und gut, dann ja, und dann könnte es zur Einzahlung kommen. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorgestellt hatten, vielleicht mit der Mindesteinzahlung hier anzufangen. Die liegt ja bei 250 Euro. Ne, das wusste ich noch nicht, aber ja, erzählen Sie erstmal Grundsätzliches. Ist ja erstmal interessant für mich. Genau. Also Sie meinten ja auch, Sie haben noch nicht so viel Erfahrung hier am Finanzmarkt. Das ist natürlich kein Problem. Es ist so, Sie kriegen, wenn ich mit Ihnen Ihr Konto aktiviert habe, kriegen Sie einen Termin mit einem festen Ansprechpartner, heißt einen Account Manager. Das ist jemand, der sich seit Jahren mit dem Markt auseinandersetzt und für Sie oder beziehungsweise mit Ihnen zusammen einen Plan ausarbeitet, ja, um für Sie halt das Beste rauszuholen, sage ich mal. Also Sie gucken sich zusammen den Markt an, er erklärt Ihnen dann nochmal, wie das Handeln bei uns richtig funktioniert, damit Sie da nicht irgendwie durch einen falschen Mausklick irgendwas Falsches machen. Und genau so im Grundlegenden läuft es bei uns ab. Ah ja, gut, okay. Und Sie wollen dann irgendwelche Daten von mir haben?
Natürlich, um Sie zu verifizieren, bräuchten wir natürlich eben einen Personalausweis, Reisepass, Führerschein, irgendwas davon. Das gehört halt einfach dazu, wenn Sie am Finanzmarkt handeln wollen. Ja gut, das Also ist ja das klar. dient lediglich zur Verifizierung als Ihre Person. Und irgendeinen Fragebogen hatten Sie gerade erwähnt? Genau, das ist einfach quasi bezüglich der Handelserfahrung. Und ich würde das halt einfach mit Ihnen zusammen durchgehen und Ihnen dazu dann auch noch ein paar Sachen erklären. Und genau. Okay, ja gut. Und die Verifizierung, wie funktioniert das dann? Sie laden einfach das Dokument bei sich, je nachdem, wo Sie es machen wollen, auf dem Handy oder am PC, laden Sie das einfach hoch, also fügen das bei uns ein. Dann wird das Ganze überprüft, ob das auch so seine Richtigkeit hat. Danach können wir dann eben zur Kapitalisierung Ihres Kontos kommen und dann können Sie den Termin mit Ihrem Ansprechpartner bekommen. Das Dokument heißt mein Ausweis? Ja, also wir bräuchten eben Ihren Ausweis oder Reisepass, Führerschein und danach einen Adressnachweis. Ja gut, Das heißt, Nachweis ist ja kein Problem, aber den Ausweis, sowas machen Sie sicherlich über Postident-Verfahren, nehme ich mal an. Nein, also das ist bei uns so, wir überprüfen halt einfach, ob die Angaben von Ihnen so stimmen. Deswegen brauchen wir den Adressnachweis. Heißt, wenn jetzt auf Ihrem Ausweis eine andere Adresse stehen würde, als auf diesem Adressnachweis, den Sie uns schicken, heißt, das ist sowas wie eine wiederkehrende Rechnung, heißt Gas, Wasser, Strom, Internet, Handy, Telefonrechnung, sowas. Das überprüfen wir einfach, ob das stimmt, also übereinstimmt. Ja, das kann Und man ja, dann. das kann man ja mit Postident-Verfahren machen. Dafür ist Postident ja da. Ich verstehe schon, was Sie meinen, aber das ist gar nicht nötig. Also wir überprüfen das ja hier direkt bei uns. Ja, aber ich schicke Ihnen mit Sicherheit kein Ausweisdokument von mir. Dafür ist ja Okay. Postident da. Okay, naja, so funktioniert das bei uns natürlich leider nicht. Das klingt ja sehr dubios. Warum war also warum klingt das für Sie dubios? Ja, weil man einen Ausweis nie verschicken soll. Also, Sie machen ja nur ein Foto von Ihrem Ja, das ist, Ausweis. ja, aber trotz allem soll man das nie verschicken. Okay, also Dafür gibt es ja das Postident-Verfahren. verstehe ich ja schon klar, aber es ist halt so, dass bei uns handeln ja über 1 Million Kunden bei uns auf der Handelsplattform so und jeder einzelne, also wir geben Ihre Daten ja nicht an Dritte weiter oder sowas. Das ist ja alles hier firmenintern bei uns. Ja gut, aber trotz Aber allem. passen Sie auf, wir sind ja bei der BaFin gelistet, bei der CISEC reguliert und das ist einfach ein Verfahren, was wir machen müssen. Aha, bei der BaFin gelistet, das heißt, Sie sind bei der BaFin nicht reguliert. Ja, wir sind gelistet und bei der CISEC reguliert. So. Bei der BaFin. Ja gut, das kann man ja einfach überprüfen, ist ja kein Problem. Ja. Ja, dann welches Unternehmen ist dann da? Alvexo? Wie schreibt sich das? Alvexo, genau. Alvexo. Alvexo. Genau, Sie können, wenn Sie alvexo.de eingeben, kommen Sie direkt auf unsere Seite. Also unter Alvexo finde ich ja, sind Sie in der BaFin nicht gelistet als Unternehmen. Sie finden uns da nicht. Nee. Okay, das ist ein bisschen komisch. Passen Sie auf. Ich kann Sie einmal ganz kurz an meinen Manager weiterleiten. Der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich, ja? Weil ich bin ja nur in der Neukundenabteilung hier zuständig. Und was die Regulierung und Listung angeht, kann er Ihnen bestimmt bessere Auskunft geben. Ja, dann leiten Sie mich weiter, bitte. Okay, ich leite Sie weiter. Einen Moment bitte. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Herr Schuber von der Firma Alvexo. Bin ich hier mit dem Herrn Weißhoff? Ja, das ist richtig. Grüß Sie. So, der Kollege hat Sie einmal mich weitergeleitet. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Ihr Kollege sagte, Sie wären bei der BaFin gelistet. Ja, Zwar nicht richtig. reguliert, aber gelistet. Genau, richtig. Und Wir sind das bei habe der ich. BaFin sind wir gelistet und bei der CISEC sind wir reguliert. Ja, also eine ID bei der BaFin haben Sie nicht. Sie können ja mal, sind Sie gerade auf unserer Seite online? Ich bin gerade auf der Seite der BaFin. Sie sind auf der Seite der BaFin. Richtig.
Haben Sie schon gefunden? Nein, ja, die Seite schon, aber Ihr Unternehmen nicht. Nein, Sie müssen ja, Sie können ja, waren Sie auf unserer Homepage schon? Nein, ich will ja erstmal bei der BaFin gucken, ob Sie für mich überhaupt in Frage kommen. Ja klar, das zeige ich Ihnen gerne. Ja, von unserer Homepage können Sie direkt auf die BaFin raufgehen. Das sehen Sie alles bei uns. Ja gut, es ist komisch, dass ich Ihren Unternehmensnamen in der BaFin nicht finde in der Liste. Das ist schon seltsam, aber schauen wir doch mal. Ist ja kein Problem. Also Alvexo. Genau. Alvexo.de. Machen Sie das am Computer oder am Handy? Nee, am Computer. Am Computer, okay. So. Gut, und wo finde ich das jetzt nun mit der BaFin? Sie müsst ja dann ganz mal sehen, wir sind Alvexo, ein echter Broker für echte Trader, richtig? Ja, natürlich. Okay, super. Oben sehen Sie jetzt ganz normal die Handelsinstrumente Alvexo, Alvexo Plus. Ist das korrekt? Das sehe ich, richtig. Super. Wenn Sie auf Alvexo raufgehen, öffnet sich so eine Leiste, da steht dann über uns, dann steht da Regulierung, rechtliche Dokumente, Sicherheit der Gelder und. Wir gehen natürlich auf Regulierung. Das ist ja das natürlich, was Sie gerade auch interessiert. Da tippen wir dann einmal rauf, bitte. Ja, gut. So, dann sehen Sie auch dort, dass wir schon mal bei der CISEC, ja, reguliert sind. Ja, wir sind bei der CISEC reguliert und bei der BaFin sind wir gelistet, ja. Wenn wir die BaFin sehen wollen, müssen wir ein bisschen nach unten gehen und uns interessiert natürlich Deutschland. Da sehen Sie Deutschland, richtig? Richtig. Super, wenn Sie dann da einmal raufdrücken würden, dann würden Sie auf eine neue Seite weitergeleitet werden und zwar auf die BaFin. Ja gut, da war ich ja eben auch schon. Da waren Sie auch schon. Na, hier sehen Sie, dass wir gelistet sind. Hier sehen Sie auch Limassol, ja, hier sehen Sie in Zypern, ne, da sage ich mal natürlich, wo wir tätig sind, ja. Und genau, da sehen Sie dann natürlich auch, dass wir ganz mal bei der BaFin gelistet sind. Augenblick, aber das ist nicht unter Alvexo gelistet. Richtig, unter VPR Safe Financial Group Limited. Ja, Agias, Phylaxos, irgendwas. Das ist ja nicht die Alvexo. Wir sind Alvexo, aber natürlich sind wir ja, sag ich mal, in Deutschland. Ne? Wenn Sie aus Deutschland, ne, brauchen wir natürlich in Deutschland die BaFin. Ja gut, aber wie gesagt, Sie sagten, da, Sie sind Alvexo. VPR, ja, richtig. Ja, und wenn ich bei der BaFin nach Alvexo suche, kriege ich keine, wird mir nichts angezeigt. Genau, weil wir ja da unter die VPR Safe Financial Group Limited sind. Ja, dann, genau. Dann sind Sie halt nicht mit Alvexo bei der BaFin gelistet. Das ist doch das, was ich wissen wollte. Naja, ich rufe Sie ja von der Firma Alvexo an. Wir sind bei der BaFin gelistet, wie gesagt, unter dem Namen VPR Safe Financial Group Limited. Ja, aber warum rufen Sie mich dann von der Firma Alvexo an und nicht von der Firma VPR Safe Financial Group Limited? Naja, ich sag mal so, da VPR, ja, wir sind ja VPR Safe Financial Group Limited, ja, wir sind bei der BaFin gelistet. Ne, wir sind eine Marke für VPR. Alle Marken von VPR müssen im Präparat gelistet werden. Wenn Sie das verstehen. Ja, warum sagt Ihnen das einer vor? Einer vor? Naja, ich habe gerade einfach mal nur einen Kollegen nochmal genau gefragt, bevor ich Ihnen eine falsche Information gebe. Ich denke, Sie sind derjenige, der die Informationen geben kann. Schon... Naja, ich kann Ihnen ja die Informationen geben, aber wie gesagt, darf ich mich da nicht noch einmal groß und im Ganzen sagen wir mal, nachfragen? Das ist nicht erlaubt. Ja gut, aber wie gesagt, die BaFin, das Unternehmen Alvexo ist so bei der BaFin nicht gelistet. Also sollten Sie mich ja im Prinzip von der VPR, von der ganzen Marke anrufen und nicht von Alvexo. Das ist, ja, ist nicht nee, so schlüssig. VPR ist das Mutterkonzern. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass die Alvexo da mit drin ist komplett. Naja, wie es mir ja scheint, Erfahrung haben Sie ja bereits schon. Nein, aber ich informiere mich lieber erstmal gründlich, bevor ich irgendwo investiere. Naja, das ist ja klar, ne? Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen ist es ja, dass wir ja VPR Safe Financial Group Limited, ja? Ich rufe Sie auf den Auftrag von Alvexo an. Ja gut, das war ja der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass Sie einen Ausweis von mir sehen wollen und kein Postident-Verfahren anbieten. Naja, dafür ist ja die doppelte Verifikation da. Ja, und das geht über Postident-Verfahren, falls Ihnen das was sagt. Nee, nicht unbedingt.
Das ist das gebräuchlichste Verfahren in Deutschland, um seine Person zu verifizieren. Das ist richtig, genau. Das ja. ist vollkommen richtig. Und das bieten Sie nicht an und ich soll meinen Ausweis schicken in Kopie? Naja, ich sag mal so, bei Banken ist es ja schon, wir sind ein Finanzdienstleister. Bei uns ist das Ganze online. Ja, und gerade dafür ist ja das Postident-Verfahren da. Genau, richtig. Ja, aber wenn das bieten Sie doch gar nicht an. Sie bieten doch gar kein Postident-Verfahren an. Wissen Sie eigentlich, was das ist und wie es funktioniert? Schauen Sie mal, ich leite Sie einmal weiter mit dem Manager, der kann Ihnen da viel besser helfen. Also nochmal weiterleiten. Na gut. Jusupov hier, hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Sie haben ein paar Fragen bezüglich der Regulierung, Listung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das eine haben wir ja nun gerade geklärt, dass die Alvexo so als eigentlicher Name nicht bei der BaFin gelistet ist. Der zweite Punkt, der mich stört, ist, dass Sie einen Ausweis von mir haben wollen zur Verifikation. Hm? Und das kann ich auch gerne erläutern. Ich kann Ihnen das gerne erläutern. Zuallererst ein Markenname von einem Mutterkonzern wie VPR. Alle Markennamen müssen nicht separat gelistet werden. Durch die Listung von VPR als Mutterkonzern sind wir automatisch quasi als Teil von VPR mitgelistet. Das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2 ist, für ein Handelskonto muss man eine standardgemäße Verifikation tätigen, welches nicht beinhaltet, dass man unbedingt ein Post-Ident-Verfahren tätigen muss, da wir keine Wertpapier-Handelsbank-Lizenz sind. Als Alternative bietet man an, dass man zum Beispiel eine doppelte Verifikation der Adresse über eine beliebige Verbraucherrechnung tätigt. Dort reicht es aus, wenn man zum Beispiel den Adresskopf vorzeigt. Das würde schon für ein Handelskonto im CFD-Bereich völlig reichen. Das ist ein standardgemäßer Prozess bei CFD-Brokern, welche auch eine Regulierung über die SISEC haben. Ja? Und die Listung bei der BaFin, wie schon erwähnt, wenn dort der Mutterkonzern gelistet ist, reicht es in der Regel aus. Ja, aber trotz allem ist es so, Sie wollen einen Ausweis von mir haben in Kopie. Genau, weil man ja ein Handelskonto auf Sie personalisieren muss. Wir wissen ja nicht, wer Sie sind, was Sie machen. Das hat auch steuerliche Hintergründe. Nee, es geht jetzt nicht schlicht und ergreifend darum, nicht um Steuern, es geht einfach darum, dass man in Deutschland einfach keine Ausweise in Kopie verschicken muss. Damit kann sehr viel Schindluder getrieben werden. Und deswegen gibt es das... Na, das ist nicht ganz richtig. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Was halten Sie denn davon? Können Sie gerne machen. Ja, danke. Können Sie gerne machen. Danke. Bitte schön. Bitte. Genau dafür gibt es ja das Postident-Verfahren. Genau, welches man als Wertpapierhandelsbank-Lizenz tätigen muss, da wir keine Wertpapierhandelsbank-Lizenz sind, sondern ein CFD-Broker, muss man dementsprechend eine doppelte Verifikation über eine beliebige Rechnung tätigen. Das ist standardgemäß bei eToro, das ist standardgemäß bei Plus 500, bei den ganzen anderen großen CFD-Brokern, es ist Standard. Ja, aber trotz allem... Die schon etwas länger auf dem Markt sind. Trotz allem wird in Deutschland davor gewarnt, Ausweise als Kopie zu verschicken, sondern das übers Postident-Verfahren zu machen. Teilweise richtig, vollkommen richtig. Ja, das wird in Deutschland grundsätzlich so gesagt, dass man keine Ausweise verschicken soll, weil damit Identitätendiebstahl betrieben werden kann. Und deswegen würde ich nie einen Ausweis verschicken. Bei allem Respekt, das ist eine Unterstellung. Wir unterliegen den Datenschutzrichtlinien, damit wird kein Humbug betrieben. Die Daten werden benutzt, um das Konto auf Sie zu personalisieren. Und das war's dann auch. Ich unterstelle Ihnen nichts. Ich habe nur gesagt, dass ich keinen Ausweis verschicke, weil damit ein Identität... Müssen Sie nicht machen. Sie unterbrechen mich. Also, das ist schon Sie unterbrechen mich doch auch. Bei allem Respekt, Sie unterbrechen mich doch auch. Wir lassen uns nicht gegenseitig ausreden. Ich spiegel nur das Verhalten. Mehr nicht. Ah ja, Sie spiegeln. Gut. Okay. Ja, ich spiegel. Dann spiegeln Sie weiter. Kann ich Ihnen noch irgendwie weiterhelfen? Nee, ich denke, das hat sich hiermit erledigt. Wenn Sie kein Postident-Verfahren anbieten, dann sind Sie nicht die richtige Plattform für mich. Okay, dann schönen Tag Ihnen. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte? Marc Wiesner vom Unternehmen Alvexo. Schönen guten Tag, Herr Weißhaupt. Wir hatten vor einer Woche schon gesprochen, wenn Sie sich erinnern. Und ich habe gerade gesehen, dass Sie sich bezüglich Bitcoin und ETF-Nachrichten wieder neu registriert hatten. Augenblick, Herr Weißhaupt. Ja, steht hier bei mir drin. Nee. Bei wem bin ich denn da gerade? Also bei Weißhaupt sind Sie nicht. Okay,
Gut, dann habe ich vielleicht die falsche Telefonnummer. Ja, also Weißhaupt haben Sie sich gerade eben bezüglich Bitcoin Trading registriert oder? Wo denn? Ich sehe gerade, ich rufe Sie hier von Alvexo an. Wir sind eine Handelsplattform und Sie müssten sich über einen Werbeträger registriert haben, also Bitcoin-Trader, über ETF-Nachrichten. Ja gut, aber nicht unter dem Namen Weißhaupt. Okay, ne, es steht bei mir drin, deswegen. Ja, aber dann haben Sie kaputtes System. Haben Sie zufällig die Telefonnummer erst seit kurzem oder möglich? Nee. Okay, dann ist hier scheinbar ein Fehler im System drin. Ja, offensichtlich. Gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid, aber also Sie haben trotzdem Interesse am Finanzmarkt zu handeln, das ist richtig? Das ist richtig, ja, aber nicht unter dem Namen Weißhaupt. Okay, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist hier. Ich auch nicht, denn meinen Namen habe ich richtig eingetragen. Haben Sie richtig eingetragen? Okay, das ist ein bisschen seltsam gerade. Okay, ja. Ich müsste da vielleicht einmal mit der IT sprechen. Könnten Sie mir vielleicht Ihren richtigen Namen durchgeben, dass ich da mal Bescheid weiß? Ringsbach-Bergheimer. Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht gehört. Ringsbach-Bergheimer ist mein Name. Ringsbach? Ringsbach-Bergheimer. Okay. Schreibe ich mir mal kurz auf. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Ich würde Sie am besten gleich nochmal kontaktieren, wenn das möglich ist. Das ist möglich, kein Problem. Okay, wunderbar. Dann kümmere ich mich da einmal ganz kurz drum und dann melde ich mich gleich nochmal bei Ihnen. Okay, alles klar. Okay, wunderbar. Dann bis gleich, auf Wiederhören. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte. So, Herr Ringsbach, hier ist nochmal der Herr Wiesner. Ringsbach-Bergheimer. Ringsbach-Bergheimer, so, genau. Scheinbar war das hier ein Fehler im System. Mit welcher E-Mail-Adresse hatten Sie sich denn angemeldet? Also Ihr System ist wohl komplett kaputt. joachim.ringsbach-bergheimer@gmx.de. Okay. Sie wurden hier scheinbar zu einer falschen Karteikarte quasi hinzugefügt. Ist ja schon seltsam. Also, das ist, finde ich, auch ein bisschen seltsam. Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen, aber gut. Wir könnten das vielleicht so machen, weil wenn ich Ihnen jetzt eine E-Mail rausschicke, dann würde das halt im System immer noch unter diesem Namen, unter diesem Weißhaupt gespeichert sein. Wenn Sie jetzt mit uns handeln möchten, könnten wir vielleicht zusammen ein neues Konto einfach erstellen. Mhm. Wenn es möglich wäre für Sie, dann könnten Sie direkt mal auf unsere Internetseite gehen, und dann können wir darüber halt den Account erstellen, also Ihr Handelskonto. Ja gut, aber momentan weiß ich ja noch gar nichts über Ihre Firma. Können wir gerne durchgehen. Also ich rufe Sie hier von Alvexo an. Alvexo? Genau. Und Sie rufen aus Berlin an? Ich rufe Sie von Zypern aus an. Wir telefonieren übers Internet. Ah, na gut, aber warum rufen Sie dann über eine Berliner Nummer an? Das ist ganz einfach so, damit wir und unsere Kunden Telefonkosten sparen. Ja, als Angerufener übernehme ich doch sowieso keine Telefonkosten. Natürlich nicht. Also das ist ja nun Quatsch. Aber wir bezahlen ja natürlich Telefonkosten, wenn wir von hier nach Deutschland telefonieren. Und dadurch, dass wir übers Internet telefonieren, ist es halt kostengünstiger. Ja gut, aber wenn Sie keine Filiale in Berlin haben, dann ist das ja, dann stimmt das ja alles schon gar nicht mehr. Wieso stimmt das nicht mehr? Ja, also Sie rufen mit einer Berliner Nummer an und Sie haben gar keine Berliner Filiale.
Okay, also ich kann Ihnen das, ich bin ja hier nur in der Neukundenabteilung. Ich kann Ihnen das nicht ganz genau sagen. Ich könnte Ihnen gerne mal ganz kurz meinen Manager ans Telefon holen, der kann Ihnen das ein bisschen besser erklären. Ja, also... Bleiben Sie einfach einen kleinen Moment dran, ich leite Sie kurz weiter. Moment. Mhm. Ja, bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Nikolaus Haupt im Auftrag von Alvexo. Sprecht er mit dem Herrn Bergheimer? Ringsbach-Bergheimer. Okay, okay. Schön, dass ich Sie erstmal erreiche. Hier ist die Teamleitung von Alvexo. Sie haben zu einem Mitarbeiter von mir gesagt, dass wir ein unreguliertes Unternehmen wären? Nein, ich habe nur gefragt. Sie rufen von Berlin mit einer Berliner Nummer an und Sie haben offensichtlich keine Filiale in Berlin und Sie rufen aus Zypern an, hat er genau, gesagt. Genau, genau. Das bestreitet hier auch keiner. Das liegt, sage ich mal, ganz einfach daran, dass wir hier mit dem Internettelefon telefonieren. Ja, ja, aber und, Sie, wenn Sie keine Filiale in Berlin haben, dann ist das doch schon mal illegal. Warum sollte das illegal sein, übers Internettelefon mit einer Berliner Nummer anzurufen? Weil Sie keine Nummer in Berlin haben. Wie gesagt, das bestreitet ja auch keiner. Aber wenn, es wäre jetzt, glaube ich, was anderes, wenn wir Ihnen hier sagen würden, wir haben eine Filiale in Berlin und rufen Sie hier aus Berlin an. Es wird klipp und klar gesagt, wir rufen Sie aus Zypern an. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das Internettelefon funktioniert. Das aber weiß es wird ich. Dort, sage ich mal, immer die Leitung genommen. Wenn Sie das wissen, dann wissen Sie doch auch, dass dort immer diese Verbindung aufgebaut wird, mit der, sage ich mal, das konstanteste Telefonat aufgenommen wird, oder ja. Nicht? Ja gut, aber das nennt okay. sich Spoofing. Und Sie täuschen eine andere Spoofing. Rufnummer vor. Wie gesagt, über das Internettelefon kann man doch mehrere unterschiedliche, sage ich mal, Leitungen wählen, oder nicht? Ja, trotz allem ist das Spoofing. Sie rufen aus dem Ausland an und geben vor, eine deutsche Nummer zu haben. Das nennt sich Spoofing. Wir geben nicht vor, eine deutsche Nummer zu haben. Doch, natürlich. Wir haben ja diese deutsche Nummer. Sie zeigen mir ja eine Berliner Nummer an. Und genau das ja. ist Spoofing. Okay. Da Sie sich ja damit so gut auskennen, werde ich Sie ja jetzt zu nichts anderem überzeugen können. Darf ich Ihnen denn vielleicht eine Festnetznummer geben, unter der Sie uns hier erreichen können? Ja, Sie rufen. Okay, dann geben Sie mir die Festnetznummer. Okay, ist gar kein Problem. Aber sagen wir es mal so, interessiert Sie das jetzt wirklich, über welche Art von Nummer wir telefonieren? Sie können auch auf diese Nummer zurückrufen und landen hier bei uns im Büro. Ja, Sie sehen bei uns auf der Website, weiß ich nicht, ob Sie sich das angeschaut haben, alle Lizenznummern. Sie sehen, bei der BaFin sind wir gelistet seit 2015. Glauben Sie wirklich, dass wir dort seit 2015 gelistet wären, die wenn Alvexo, wir hier die irgendwie... Die Alvexo ist bei der BaFin gelistet. Genau. Finden Sie doch bei uns gut, auf der Website. Gut, aber gelistet heißt ja nicht registriert und vor allem nicht reguliert. Okay, da können Sie recht haben. Ja, deswegen habe ich ja das Wort Listung in den Mund genommen. Ja, gut. Nicht reguliert. Mich interessiert so. Aber nur eine Firma aus Deutschland und die dann auch bei der BaFin reguliert ist. Sie okay, ja scheinbar da, können Sie nicht. Da können Sie gerne lange suchen. Ich würde Sie bitten, mich darüber zu informieren, wenn Sie das finden. Aber wie Sie ja jetzt schon richtig gemerkt haben, rufen wir Sie hier aus Zypern an. Ja, ja und? Und wie Sie vielleicht wissen, ja, Zypern ist auch ein Mitgliedstaat der EU. Ja, jede finanzielle Spielregel, die in Deutschland gilt, wird von der EU gemacht. An dieser hat sich sowohl Deutschland als auch Zypern zu halten. Ja, ist nur seltsam, dass sie dann bei der BaFin nicht reguliert werden, wenn sie in Deutschland naja, handeln. Wir sind auch nicht dazu verpflichtet, von der BaFin reguliert zu sein, sondern nur gelistet zu sein. Ja, gut. Na, verpflichtet ist man nicht, bei der BaFin gelistet zu sein. Also genau, das habe ich ja gerade gesagt. Also Sie sind bei der mit Alvexo, direkt mit Alvexo bei der BaFin gelistet? Wir sind über unseren Mutterkonzern VPR gelistet bei der BaFin, reguliert bei der SISEC. Ach ja, ja, okay, die SISEC, okay, gut, alles klar. Können Sie mir denn einen Broker nennen, Plus 500, eToro, der nicht auf Zypern reguliert ist? Oh, auch natürlich gibt es da etliche. Es gibt viele, die auch bei der BaFin reguliert sind. Okay, zum Beispiel? Ja, ich bin ja in dem Thema nicht so tief drin, aber auf jeden Fall gibt es die. Ja, Sie kennen sich ja da schon gut auf. Wie gesagt, Ihre Entscheidung, ob Sie Ihren Handelskonto ja, eröffnen oder nicht. Ja, dann geben Sie mir doch mal die Festnetznummer.
Bekommen Sie. Alles gut. Wenn sonst keine weiteren Fragen offen sind, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, dann geben Sie mir doch die Nummer. Ja, bekommen Sie. Ja, gut. Per E-Mail. Ach, das können Sie mir die so nicht sagen. Ist das zu kompliziert? Einen Augenblick. Ich wollte nur, dass Sie unsere kompletten Kontaktdaten haben. Ja, gut. Aber ist kein Problem. Ich gebe Ihnen die durch. Ja, gerne. Okay. Die 030? Mhm. 217? Mhm. 833? Ja. 48. 48. Gut. Dann habe ich die ja schon mal. Dann haben Sie die schon mal. Ich freue mich auf Ihren Rückruf. Ja, und dann haben Sie, ist schon seltsam, wenn Sie gar keine Filiale in Berlin haben und dass Sie dann eine Berliner Nummer haben. Das ist schon sehr seltsam. Ich habe Ihnen gerade eben schon erklärt, wir arbeiten hier mit einem Voice-over-IP-System. Das ist ein Standardsystem. Ja, und woher haben Sie dann die Berliner Nummer? Die muss ja in Deutschland registriert sein, die Berliner Nummer. Da mögen Sie recht haben. Richtig. Wir hatten in der Vergangenheit auch ein Berliner Office. Da wurden diese ganzen Leitungen eingerichtet. Wie gesagt, ich verstehe nicht, worüber wir hier gerade diskutieren. Wenn Sie hier ein Investment tätigen möchten, Sie können auch gerne eine Einzahlung tätigen und eine Auszahlung tätigen und zu schauen, ob das Geld wieder ankommt. Ja, das, wie gesagt, ich bin eher daran interessiert, mit Firmen zu arbeiten, die auch bei der BaFin gelistet und reguliert werden. Denn da bin ich mir sicher. Okay. Gut, dann machen Sie das. Wie gesagt, dann vielleicht schauen Sie nochmal über das europäische Recht drüber. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Weil, wie gesagt, alle finanziellen Spielregeln kommen von der EU. Daran hat sich sowohl Zypern als auch Deutschland zu halten. Wie Sie vielleicht wissen, Zypern ist ein EU-Mitgliedstaat. Wie gesagt, wir sind einer der größten Anbieter auf dem Markt. Wir haben hier mehr als 1,1 Millionen aktive Handelskonten. Ihre Entscheidung, wenn Sie nicht mit uns arbeiten möchten, zwingt Sie ja keiner. Nö, nee, das ist richtig, das können Sie auch nicht. Das wunderbar. Stimmt schon. Dann angenehmen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ciao, ja, ciao. Danke. Natürlich habe ich schon damals die genannte Rufnummer überprüft. Ich gehe davon aus, dass euch das Ergebnis nicht überraschen wird. Ein klassischer Fall von Rufnummern-Spoofing. Man möchte im Moment keine Gespräche annehmen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. The person you are calling does not wish to receive calls at the moment. Please try again later. Der gewünschte Gesprächspartner möchte im Moment keine Gespräche annehmen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. The person you are calling does not wish to receive calls at the moment. Please try again later. Einen letzten Anruf habe ich noch von diesem höchst seriösen Herrn Haupt. Und da wird klar, wie die ihre Opfer quasi mit Gesetzen überfahren wollen. Wer von den Opfern ist schon ein Jurist und kann ad hoc Gesetze vorbeten und beweisen, dass Betrüger eben doch Betrüger bleiben? Wenn man sich aber im Vorfeld vorbereiten kann, wie ich es getan habe, dann weiß man, dass er bezüglich der Regulierung Blödsinn erzählt. Ich hatte damals direkt bei der BaFin angerufen und mich informiert. Hier nun der letzte Anruf. Hallo? Schönen guten Tag, mein Name ist Nikolaus Haupt, im Auftrag von Alvexo. Sprecht er mit dem Herrn Gerhard Löwengeier? Ja, das ist richtig. Schön, dass ich Sie erreiche. Der Grund meines Anrufs ist, Sie haben sich ja jetzt gerade eben bei unserem Werbepartner Oil Profit hier für das Handeln auf dem Finanzmarkt interessiert, wurden zur zuständigen Handelsplattform weitergeleitet und ich bin da jetzt erstmal der Ansprechpartner für die ersten Schritte hier bei uns auf der Handelsplattform. Ja. Genau. Sie hätten jetzt erstmal die Möglichkeit, online zu gehen? Das kann ich, ja. Ich kann den Rechner hochfahren. Okay, wunderbar, perfekt. Dann würde ich Sie einmal bitten, dies zu tun. Ja, ich starte den Rechner, ja. Perfekt, dann lasse ich Ihnen in der Zwischenzeit schon meine E-Mail zukommen, sodass Sie sich hier bei uns dann erstmal ein Passwort erstellen können. Ja gut, aber so. Wie heißt Ihr Firma da nochmal bitte? Alvexo, von da rufe ich Sie an. Alvexo, okay. Und genau. Sie sind eine deutsche Firma? Naja, wir sind eine internationale Firma, sage ich mal. Wir arbeiten sehr, sehr weit verbreitet im europäischen Raum, im internationalen Raum. Also ja, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Sprachen, könnte man sagen. Ja gut, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, ob Sie eine deutsche Firma sind. Weil Sie rufen ja mit einer deutschen Telefonnummer an.
Das ist richtig. Also im Generellen sind wir, sage ich mal, also der Hauptfirmensitz ist auf Zypern gemeldet. Ja. Und von dort aus ausgehend, wie gesagt, also reden wir jetzt hier mit Kunden aus Großbritannien, aus Dubai beispielsweise, Frankreich. Und dass der Hauptfirmensitz auf Zypern gemeldet ist, hat, sage ich mal, ganz einfach steuerrechtliche Gründe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie sich dort mit dem europäischen Steuerrecht auskennen. Hat, sage ich mal, ganz einfach den Grund, dass wenn man sein Unternehmen in Deutschland anmeldet, hat man ja eine Unternehmenssteuer von 42%. Hier auf Zypern sind es 12%, heißt also 30% mehr Reingewinn für dieses Unternehmen. Aber wie Sie sicherlich wissen, Zypern ist ein Mitgliedstaat von Europa und alle, sage ich mal, finanziellen Spielregeln, die für Deutschland gelten, gelten ebenso für Zypern. Ja, weil, wie gesagt, nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Naja, wie gesagt, Deutschland hat wesentlich strengere Regeln. Aber am Ende des Tages werden doch alle Regeln von oben, von der EU, soweit festgeschrieben, oder? Nein. Nicht. Nein, nein. Ist Deutschland kein europäischer Mitgliedstaat? Es fängt, das habe ich ja nicht gesagt. Ich sagte nur, dass Deutschland strengere Regeln hat als zum Beispiel Zypern. Ja, aber die Grundregeln, alles was das Finanzielle angeht, kommen doch von der EU. An die ja, aber die, Zypern die Grund... als auch Deutschland. So, aber die Grundregeln ist ja erstmal, dass Sie mich ja gar nicht anrufen können. Ich habe Ihnen ja gar keinen Double-Opt-in gegeben. Deswegen haben Sie eine E-Mail von uns bekommen, wo Ihnen Ihr Konto bestätigt wurde. Ja, aber Sie durften ja noch gar nicht anrufen. Sie haben ja gar kein Double Opt-in von mir. Okay, Herr Löwengeier, aber Sie haben doch den allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ihrer Registration. Nein, das ist nicht richtig. Sie müssen ein Double Opt-in haben, um mich anzurufen. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Ja, eine Bestätigung Ihrerseits, dass wir Sie anrufen dürfen. Ja, und wie wird das bestätigt beim Double Opt-in? Durch eine Antwort Ihrerseits. Nein, das ist falsch. Sie haben also keine Ahnung von deutschem Recht. Es ist, ja. Das Double Opt-in ist möglich, indem Sie mir eine SMS mit einem Code schicken, den ich dann bestätigen muss. Das haben Sie nicht getan. Okay, genau darum geht es gerade. Ich habe Ihnen gerade eben eine E-Mail rausgeschickt, wo Sie eine solche SMS... Aber Sie haben mich vorher angerufen. Sie haben mich vorher angerufen, bevor ich irgendetwas beantworten konnte. Okay. Und das ist schon illegal in Deutschland. Okay, aber ich rufe Sie ja jetzt auch nicht aus Deutschland an, oder? Ja, das ist trotzdem in Deutschland illegal. Sie rufen mit einer deutschen Telefonnummer an und das kann ja dann nur gespooft sein. Ja, okay, wenn Sie der Meinung sind, dass das so der Fall ist, also wir telefonieren hier ganz normal über die Inter... Okay, Herr Löwengeier, aber man kann ja auf eine gespoofte Nummer nicht zurückrufen, oder? Nein, natürlich nicht. Und vor allem, okay, Sie... Mal auf diese Telefonnummer hallo, fangen wir doch mal... Ja, fangen wir doch mal richtig an. Sie sagen, Sie sind in Deutschland, dann sind... Ich habe Ihnen niemals gesagt, dass ich auf Deutschland bin. Sie haben eine deutsche Telefonnummer, okay. Ja, das haben Sie richtig. Und Sie sind registriert über die CISEC auf Zypern. Genau, so ist es. Und mit der BaFin haben Sie nichts zu tun. Da haben wir eine Listung. Ah, da haben Sie eine Listung. Okay, dann... Das Unternehmen, was im deutsprachigen Raum agieren möchte. Ja gut, dann überprüfen wir das. Dann können wir das auch mal sehr schön überprüfen, okay. Na wunderbar, dann überprüfen wir das doch mal. Ist denn der Computer mittlerweile hochgefahren? Ja, das ist er, das ist wahr, ja. Na, ist doch wunderbar. Können Sie ja gerne einmal eingeben, alwechsel.de. Ja, Augenblick. Wunderbar. Ist gar kein Problem. So, die Unternehmensdatenbank. Der BaFin. So, dann haben Sie eine ID sicherlich, eine BaFin-ID. Die habe ich sicherlich. Gut, dann nennen Sie mir die mal. Einmal die 1-0. Ja. 1-4. 1-4. 2-5. 2-5. 2-9. 2-9. Dann suchen wir doch mal nach der ID. Machen Sie mal. Keine Ergebnisse. Keine Ergebnisse. Nein, Sie sind nicht unter dieser Nummer bei der BaFin gelistet oder registriert. Gehen Sie bitte einmal auf die Seite alwechsel.de. Nein, ich gucke direkt bei der BaFin. Das ist mir am sichersten. Gut, also... Das mag Ihnen ja am sichersten sein. Wir haben ja aber einen Link auf unserer Website, der Sie direkt auf die zuständige Seite der BaFin weiterleitet. Nee. Ich kann bei der BaFin direkt gucken mit Ihrer Nummer.
Und da kann ich direkt auf der BaFin-Seite gucken. Und wenn die da schon nicht gelistet ist, dann sind sie auch nicht bei der BaFin gelistet. Wie gesagt, ich möchte Ihnen gerade zeigen, dass wir bei der BaFin gelistet sind. Nein, ich habe das eben schon überprüft. Ich habe das eben schon überprüft. Da können Sie mir auch nichts anderes erzählen. Okay, was ist, wenn ich Ihnen jetzt einfach nur eine falsche Nummer gesagt habe? Haben Sie mal daran gedacht? Ja, natürlich. Ja, dann geben Sie mir doch die richtige Nummer. Ich habe Ihnen gerade gesagt, gehen Sie auf verwechsel.de. Nein, ich überprüfe sowas direkt bei der BaFin. Weil alles andere ist Müll. Ja, da bin ich ja auf der BaFin-Seite. Ja, und ich möchte Ihnen gerade zeigen, wie Sie zu unserer Seite kommen bei der BaFin. Also entweder machen Sie es jetzt oder wir beide kommen hier nicht weiter. Nee, dann kommen wir nicht weiter, weil Sie ein Betrügerunternehmen sind. Aha. Ja. Genau. Sie müssen es ja wissen, Herr Löwengeier. Genau, das weiß ich schon. Ich hatte schon mehrfach mit Ihrer Firma Kontakt. Sie hatten schon mehrfach mit unserer Firma Kontakt? Ja. Mit wem haben Sie denn gesprochen, Herr Löwengeier? Ach, da gibt es, das waren so viele. Das waren so viele. Naja, wenn so viele sind, dann ich haben wir bestimmt den Haupt, einen Haupt war mit dabei, glaube ich. Ja, der aber hatten wir ja schon telefoniert. Okay, sehr wann schön. Wann hatten wir denn telefoniert? Weiß ich nicht. Da müsste ich nachgucken in meinen Aufnahmen. In Ihren Aufnahmen? Natürlich. Haben wir denn wieder was Schönes für YouTube mitgenommen? Natürlich. Wir waren doch immer vor Betrügerfirmen. Sie waren vor Betrügerfirmen, okay. Genau. Lustig ist dann nur, wenn es dann daran geht, Ihnen zu zeigen, dass wir hier ein seriöses Unternehmen sind. Nein, das sind Sie ja nicht. Das haben wir ja mehrfach festgestellt. Selbst die BaFin ist derselben Meinung. Und übrigens, das, was Sie mir letztes Mal gesagt haben, von wegen, dass man über den Mutterkonzern abgesichert wäre, das ist der größte Quatsch. Das wäre im Prinzip eine Sammellizenz oder so. Und das gibt es bei der BaFin nicht. Man muss immer exakt mit dem Unternehmen registriert sein oder reguliert sein, das angegeben wird. Und nicht mit irgendwelchen Mutterfirmen. Das ist die große Lüge, die Sie immer verbreiten. Sie können sich sicherlich noch daran erinnern, dass Sie mir genau das gesagt haben. Wie gesagt, das wollte ich Ihnen gerade eben auch wieder vermitteln, ja? Dass Sie dort unseren Mutterkonzern sehen, auf der Seite der BaFin. Ja, aber das ist nicht rechtens. Sagte ich ja, okay, Ihnen doch. Dann nennen Sie mir bitte den Paragraphen, wo gesagt wird, dass das nicht rechtens sein soll. Ja, schauen Sie doch einfach mal bei der BaFin nach. Nein, natürlich. Sie haben gesagt, Sie kennen sich dort bestens aus. Na dann los, sagen Sie mir bitte den Paragraphen. Jetzt in diesem Moment sagen Sie mir den Paragraphen. Ich bin kein Rechtsanwalt. Wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, Sie dummer Penner, Sie, lassen Sie mich ausreden. Sie sind ein Scammer, das ist bekannt. Kurze Frage, ich müsste einmal nachfragen. Ja, klar. Aus regulatorischer Sicht, an Sie ja hier gerade nicht glauben, müsste ich einmal nachfragen, ob ich es denn hier überhaupt mit einem Volljährigen zu tun hätte. Nein, wir haben ja einen Dreijährigen, Sie Penner, Sie. Sie Penner, Sie. Oh, meine Güte. Das ist das Beste, was Ihnen einfällt. Bitte schauen Sie einmal im Paragraph 74 grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr. Ach, Wertpapierinstitutsgesetz. So ein gesagt, Quatsch. Sie tun so eloquent, aber trotz allem sind Sie ein Betrüger. Sie sind eine Betrügerfirma. Sie sind einfach eine Scammerfirma. Das ist schon bekannt. Im Netz wird sogar schon vor Ihnen gewarnt. Sie sind eine Betrügerfirma. Ganz klar. Selbst die BaFin stellt das fest. Selbst die BaFin, wo hast du das denn festgestellt? Bei der Seite, wo wir gelistet sind? Sie sind ja nicht gelistet. Genau das ist ja das Problem. Wenn Sie jetzt einfach auf die Internetseite gehen würden und sich das anschauen Ich bin auf der Seite der BaFin. Ja, auf die Alvexo-Seite. Nein, ich gehe nicht auf die... Ja, das ist alles gefaked. Das ist alles gefaked. Natürlich, man kann ja auch diese Internetadresse absolut faken. Ja, vor allem kann man sagen, man wäre über den Mutterkonzern abgesichert. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Ja, das ist ja das, was ich Ihnen gerade sage. Dann, wie gesagt, wenn es eine Lüge ist, bitte, ich bin gespannt. Nennen Sie mir den Paragraphen, in dem klipp und klar drinnen steht, dass das so nicht erlaubt ist. Ja, nein, wie gesagt... Können Sie auch nicht. Wie gesagt, können Sie nicht, Herr Löwengeier. Also, Sie können mich immer noch nicht ausreden lassen und von daher ist das schon nicht so, dass man das mit Ihnen zusammenarbeiten würde. Aber wir Scambaiter haben Sie schon hundertfach im Anruf. Wir haben Sie schon hundertfach im Anruf und wir haben jede Menge Material gegen Sie. Und Sie lügen jedes Mal aufs Neue. Gehen Sie gerne zur Polizei. Ich bin gespannt. Wir wissen doch ganz genau, dass Sie nicht in Deutschland sitzen. Und, kommt noch was? Nee, es kommt nichts mehr, weil er raus ist. Ah ja, so ein Penner. Das war also meine kleine Alvexo-Serie. Und ihr habt gehört, dass er am Ende einfach aufgelegt hat. So kennen wir es inzwischen von ertappten Betrügern.
Entschuldigt bitte, dass die Qualität der Aufnahmen noch nicht perfekt waren, aber auch ich habe einmal angefangen. Trotzdem hoffe ich, dass ihr etwas Spaß hattet mit meinen ersten Gehversuchen als Scambaiter. Seid nicht so hart mit mir in den Kommentaren und schreibt mir mal, wie ihr das so seht. Bleibt mir nur noch, mich bei euch zu bedanken, dass ihr dabei wart. Habt nette Menschen um euch und vor allem bleibt wachsam und neugierig. Euer Callcenter-Crusher.